Herzlich willkommen zum FEG Herzogenaurach Gottesdienst. Mein Name heißt Steve und ich darf euch in den Lobpreis führen heute. Ich freue mich schon, heute ist ein Sonntag. Ja, nicht wie der andere, den wir sonst gekannt haben, sondern vielleicht sitzt du immer noch auf deiner Couch in deinem Bett oder am Frühstückstisch. Und ich will dir drei Sachen bewusst machen. Und zwar zum einen will ich dir bewusst machen, dass Lobpreis nicht nur Singen ist, sondern einfach die Gegenwart Gottes ja, zu erkennen, die in unserem Alltag ist und nicht nur eben im Singen. Zum anderen will ich dir sagen, okay, es werden nur zwei Sachen. Zum anderen will ich dir sagen, dass Gott in, ja, hier ist, gerade wo wir sind, egal ob das voraufgenommen ist oder nicht, aber auch dann da, wo du bist und egal wie weit es in der Zukunft ausschaut, Gott ist trotzdem da. Und lasst uns einfach auf Gott konzentrieren und ihm einen Raum schaffen in unserem Wohnzimmer, in der wahrscheinlich kleinsten Gemeinde, die deine Straße vielleicht hat, außer du hast Nachbarn. Okay. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweigen und sich nicht vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt er, gebt euch wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubine Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, 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 singen ihm zu alle Engel, hoher Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht herberühren mein Gesicht. Zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und dich wirken lassen.
Gottes gegenwärtig, der erste Vers nochmal. Gottes gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles um uns schweige und sich nicht vor ihm beuge. Wer ihn kennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Wer kennt? Wer ihn kennt, wer ihn lernt, schlag die Augen. Kommt, ergebt euch wieder. Herr, ich danke dir so sehr, dass du gegenwärtig bist, Herr, dass du, egal wo wir gerade sind, Herr, dass du gegenwärtig bist, Herr. Und dass du bei uns bist, Herr. Auf dem Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Knien vor deinem Thron, heilig. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Auf den Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Knien vor deinem Thron, staunend stehe ich vor dir. Du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Würdig. Würdig bist du, Herr. Du bist würdig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Für alle Zeiten bleibst du mein Gott. Herrschend auf deinem Thron, staunend stehe ich vor dir.
bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Schauen und singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt, heilig bist du. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt, heilig bist du. Du bist der Einzige. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Halleluja. Echt gut. Ich freue mich, richtig drauf, wenn Gott wiederkommt. Ich habe mit Leuten gesprochen, wie sie es sehen. Und am Anfang war ich nicht so der Meinung, dass es gut ist, wenn Gott wiederkommt. Weil ich gerne mein eigenes Reich lebe. Aber ich will euch ermutigen, wenn euch das vielleicht genauso geht, dass ihr vielleicht sagt, ah, wenn Jesus wiederkommt, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Überprüf mal, ob du wirklich Gottes Königreich suchst oder ob du dein eigenes Königreich suchst. Und ich will dir eins sagen, irgendwann kommen wir an eine Grenze mit unserem Leben, mit unserer Kapazität. Und das Gute ist, dass Gott niemals an eine Grenze kommt, dass er immer Kapazität hat, dass er der Stärkste, der Beste, der Liebendste ist, den es gibt. Dass er Dinge tut, auch wenn wir die nicht sehen. Dass er Dinge tut, selbst wenn wir Dinge tun. Vielleicht manchmal hindert er uns von Sachen, die wir machen. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel you, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working, never stop. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Worship you, you are here, you are here.
this place, I worship you. I worship you. You are way maker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Und Vater, ich will dich bitten für alle die, die das hören, Herr, und dich vielleicht nicht als Wegbereiter erkennen oder erkannt haben, Herr, oder als Wundermacher oder als der, der seine Versprechen hält. Herr, ich danke dir, dass du Offenbarung schenkst über deinen Charakter, Herr, und zwar nicht das, was wir jahrelang vielleicht geglaubt haben, sondern wirklich das, was du sagst über dich selber. Halleluja, Vater. Ich danke dir, dass du groß und mächtig bist. Ich danke dir dafür, dass du damit umgehen kannst, wenn wir ein falsches Bild von dir haben, Herr. Und ich will dich bitten, dass wir weiche Herzen bekommen, dass wir das richtige Bild von dir bekommen, die Wahrheit, Herr. Die Wahrheit, du sagst, die Wahrheit macht uns frei.
Und dafür danke ich dir, dass du derjenige bist, der Freiheit bringt, in Jesu Namen. So, hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass der Steve Sitzmann wieder bei uns war aus Schwabach und für uns den Lobpreis geleitet hat. Vielen Dank an Steve für alles das, was du uns als Gemeinde tust. Hey, und vielleicht habt ihr es auch gemerkt in diesem letzten Lied, da hatten wir auf einmal solche super Übergänge zwischen den einzelnen Folien. Und da ist jemand hinterm Beamer gesessen, der es überhaupt nicht hingekriegt hat. Tatsächlich ist der jemand, euer Pastor, der Tim, der ist hinterm Beamer gesessen und hat fanatisch versucht, irgendwie diese Übergänge wieder rauszukriegen, aber es hat nicht geklappt und ich habe hier Tränen geheult und Schweiß geschwitzt. Was ich damit sagen will, euer Pastor braucht Hilfe. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel geleistet als kleines Übergangsteam. Also wir haben sehr viel neue Technik investiert oder einiges an neuem Equipment gekauft und wir haben aufgebaut und ausprobiert und wir haben jetzt eine relativ gute Art und Weise, wie wir sonntags live streamen können und wir haben auch schon mit der Band geprobt und sind da mit allem dran. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo alles Neue so ein bisschen implementiert wurde und jetzt wichtig ist, dass wir Teams aufbauen. Also wir als kleines Übergangsteam können diese Last, die wir jetzt die letzten Wochen getragen haben, einfach nicht in den nächsten Monaten so weitertragen, sondern wir müssen die Last, die jetzt auf unseren Schultern liegt, einfach ein bisschen verteilen und zusammenarbeiten. Und da gibt es ganz verschiedene Teams, die wir jetzt einfach noch aufbauen wollen, die wir weiter aufbauen wollen. Wir haben ja zum Beispiel ein Beamer-Team schon lange. Da wollen wir einfach auch nochmal ein, zwei andere Personen dazufügen, die uns helfen können, die Lust haben, ein neues Programm zu lernen, das wir jetzt haben. Wir haben jetzt nicht mehr eine Kamera, hinter dem das Kamerateam stehen kann, sondern wir haben jetzt drei Kameras, mit denen wir die Gottesdienste aufnehmen und dann noch einen Videoswitcher, wo man dann zwischen den Kameras hin und her tauschen kann. Das sind natürlich alles Sachen, dafür brauchen wir auch Manpower und Leute, die ab und zu mal Lust haben, sich hinter so eine Kamera dahinter zu stellen und uns auf diese Art und Weise zu unterstützen. Vielleicht sagst du, hey, Technik ist nichts für mich. Dann wollen wir ja bald auch wieder wirklich Gottesdienste im Vereinshaus anbieten und dafür brauchen wir auch ein Team, das einfach da ist und das die Namen zum Beispiel aufschreit von den Menschen, die zu uns in den Gottesdienst kommen, weil wir das natürlich auch immer nachprüfen müssen, sollte jemals was passieren. Das heißt, wenn du gerne mithelfen würdest, wenn du in der Technik oder in der Musik oder im Soundteam oder wo auch immer unterstützen möchtest oder wenn du beim Aufbau oder so dabei sein möchtest, dann melde dich doch gerne bei mir, schreib mir einfach mal eine E-Mail oder bei dem Teamleiter. Aber wenn du nicht weißt, wer der Teamleiter ist, dann schreib mir eine E-Mail und dann finden wir für dich einen Ort, wo du einfach uns als Gemeinde auch weiterhelfen kannst und wo du Königreich Gottes bauen kannst zusammen mit uns. Würde mich mega freuen, wenn wir es schaffen würden, die Last von den Schultern von wenigen ein bisschen zu verteilen auf die Schultern von mehr. Hey, vielleicht sitzt du auch zu Hause und du sagst, du kannst es absolut nicht vorstellen, in den nächsten Wochen oder Monaten hier mitzuarbeiten und vor Ort da zu sein. Dann ist eine Möglichkeit, wie du uns unterstützen kannst, die finanzielle Unterstützung. Und wir haben ja einiges an Equipment kaufen müssen, um diese Online-Gottesdienste möglich zu machen. Also ich bin jetzt gerade im Gemeindezentrum und da strahlen mich zwei Scheinwerfer zum Beispiel an. Der eine hat mich jetzt geblendet und ich bin jetzt wahrscheinlich halb blind. Aber das sind einfach solche Sachen, die brauchen wir, um hier ein halbwegs schönes Video machen zu können. Und wenn du sagst, hey, ich würde gern finanziell einfach ganz speziell auch diese Anschaffung unterstützen, dann kannst du auf unser ganz normales Spendenkonto spenden und im Betreff oder Verwendungszweck einfach dazu sagen, hey, das ist für Livestream-Equipment und dann ist das Geld wirklich designiert dafür und dann verwenden wir das für die Kosten, die wir jetzt schon ausgegeben haben oder für Dinge, die wir auch noch anschaffen müssen. Würde uns sehr freuen, wenn du uns auf einer dieser Arten unterstützen würdest, sodass wir hier weitermachen können, was wir tun.
Genau, wenn du diesen Gottesdienst anschaust und es ist jetzt Sonntagmorgen, circa 11 Uhr, dann hast du vielleicht auch schon gemerkt, oh, unser Pastor, der kommentiert ja heute gar nicht, der scheint ja gar nicht da zu sein und ein paar anderen von den Leuten, die immer viel kommentieren, sind auch nicht da. Dann liegt das dran, dass ich momentan mit der Band zusammen und mit der Technik zusammen im Vereinshaus sind wir und wir nehmen gerade unseren ersten Live-Gottesdienst auf. Also wir streamen tatsächlich live, du kannst uns aber wahrscheinlich nicht finden, aber wir haben heute praktisch mal die Generalprobe unseres Live-Gottesdienstes, sodass wir nochmal alle Fehler aus dem Weg schaffen können, sodass nächste Woche, nächsten Sonntag ist der Plan tatsächlich, dass wir zum ersten Mal live sind, live aus dem Vereinshaus. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich glaube, so ein Live-Gottesdienst hat doch nochmal einen anderen Charakter. Ihr merkt es vielleicht gar nicht immer so, aber ich bin jetzt hier zum Beispiel am Freitag und ich nehme diese Ankündigungen auf und oftmals nehme ich was auf am Freitag, was bis Sonntag, wenn die dann gezeigt werden, gar nicht mehr relevant ist. Und das ist einfach die Natur der Sache, das geht jetzt nicht anders und deshalb freuen wir uns so auf den Live-Gottesdienst, dass wir einfach live mit euch sein können und mit euch Gottesdienst feiern können und dass es nicht alles nur so Vorhersagen sind. Also übrigens, wenn du den Gottesdienst am Sonntagabend anschaust, also wenn jetzt Sonntagabend ist, dann habe ich wahrscheinlich schon kommentiert und dann bin ich auch dabei, dann sitze ich wahrscheinlich gerade zu Hause und esse meine Maultaschen und freue mich, dass der VfB gerade im zweiten Bundesligaspiel 4:1 gewonnen hat und das ist meine Prognose, ein 4:1 für mein VfB Stuttgart am Sonntag, aber das hat jetzt nichts zum Thema. Genau, wir haben heute einen Gastprediger bei uns. Heute wird der Henrik Otto für uns predigen. Der Henrik Otto ist Bundessekretär im FEG-Bund. Das bedeutet, er ist zuständig auch ganz speziell für die Region Süd und darunter fallen wir auch. Das bedeutet, der Henrik ist ein Ansprechpartner für uns als Gemeinde. Wenn wir Fragen haben, wenn wir Konflikte haben, dann können wir immer wieder zum Henrik gehen. Und ich war ab und zu immer mal wieder mit dem Henrik am Telefon oder habe E-Mails geschrieben. Und er war auch hier in der Gemeinde ein paar Mal in der letzten Zeit. Und es ist einfach sehr, sehr wertvoll, Teil des FEG-Bunds zu sein, weil wir so eine Unterstützung bekommen, wie die Unterstützung vom Henrik Otto. Und er war echt ein großer Segen für uns als Gemeinde und für mich persönlich in den letzten Monaten. Und deshalb freue ich mich jetzt auch so, dass er heute für uns predigt. Ihr könnt gespannt sein für die Szenerie. Der ist nämlich nicht in Herzogenaurach zum Predigen, sondern er hat bei sich zu Hause gepredigt. Und da dürft ihr mal sehen. Und vielleicht tut es euch auch allen gut, wenn ihr jetzt mal seht, wo er steht, weil die meisten von uns haben doch nur unsere vier Wände gesehen in letzter Zeit. Deshalb lasst uns unsere Herzen öffnen und unsere Bibel aufschlagen und zuhören, was Gott uns durch Henrik heute sagen will. Henrik. Ich grüße euch herzlich vom Forgenhof. Dieses wunderschöne Haus ist ein passender Predigtort, wie ich finde, weil wir normalerweise hier zusammenkommen. Viele von euch sind hier schon gewesen oder hatten geplant, hier zu sein in diesem Jahr oder im nächsten. Für viele ist dieses Haus zu einem geistlichen Ort geworden. Und ich hoffe und bete, dass das auch bald wieder so sein kann. Als Grundlage für diese Predigt habe ich einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium ausgewählt. Er berichtet von zwei Menschen, die mit großen Einschränkungen zurechtkommen mussten. Nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Denn die beiden waren blind. Wir hören es uns mal an. Matthäus 20, Abvers 29. Als Jesus mit seinen Jüngern Jericho verließ, folgte ihm eine große Menschenmenge. Am Straßenrand saßen zwei Blinde. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren die beiden an, sie sollten still sein, aber die schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen, rief die beiden zu sich und fragte sie: Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Herr, sagten sie, wir möchten sehen können. Jesus hatte Erbarmen mit ihnen
und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten ihm. Sie sitzen also vor einer der ältesten Städte der Menschheit am Wegesrand, vor Jericho. Die Sonne scheint, stelle ich mir vor, und die Stadt ist voller Leben. Diese Steine haben schon viel gesehen in den rund 10.000 Jahren, seit die ersten Menschen hierher kamen. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden, denn die sind ja blind. Ansonsten, das Klima ist gut hier, angenehme Winter, heiße Sommer, ausreichend Wasser, eine echte Oase in der Wüste. Nicht umsonst hieß Jericho früher auch die Palmenstadt. Und weil es so nett und angenehm ist, wohnen hier auch die Leute, die sich's leisten können. Ein Badeort für die Oberschicht, für die, die ein gutes Leben haben. Für einen, wie den Zolleinnehmer Zachäus übrigens, der wohnt auch hier. Sicher, ein Blinder hat auch etwas davon. Besser in einer reichen Stadt betteln als in einer armen. Aber man muss es wohl nicht extra betonen, noch besser wäre es, gar nicht betteln zu müssen. Nur was bleibt einem übrig, wenn man nicht arbeiten kann? Blindengeld wird nicht gezahlt und auch als Taschendiebe würden die beiden nicht viel taugen. Abgesehen davon, wer will denn noch mehr Sünden auf sich laden? Wo doch schon die Blindheit eine Strafe Gottes ist, wie man ihnen sagte. So sitzen sie also an diesem Tag hinter Jericho und warten auf den Festzug, der hier vorüberkommen soll. Das Passafest steht kurz bevor und die Pilger rüsten sich für ihre persönliche Reise nach Jerusalem. Mit frohem Herzen und genauso frohen Gesängen werden sie die 1000 Höhenmeter von Jericho nach Jerusalem überwinden und da froh in den Tempel einziehen. Mit 1000 Höhenmetern haben wir hier übrigens so unsere Erfahrung. Man sieht hier im Hintergrund, was das bedeuten kann. So, also ein ganz ordentlicher Weg. Diesmal gibt es allerdings etwas Besonderes. Alle Welt spricht von ihm. Er wird in Jerusalem König werden, sagen manche. Jesus wird der König einer neuen Zeit werden. Bald beginnt sie, ihr werdet schon sehen, die Herrschaft Gottes und seines Gesandten. In Jericho ist er eigentlich nur kurz gewesen und doch war ausreichend Zeit für einen kleinen Eklat. Jesus war nämlich zu Gast gewesen bei einem äußerst kleinen Mann mit äußerst wenig Skrupeln. Zachäus, der Oberzöllner, war direkt vom Baum in ein neues Leben geklettert und hatte angefangen, sein Vermögen zu verteilen. So etwas war neu in der alten Stadt Jericho. Man dürfte gespannt sein auf die nächsten Tage. Jeder spürte, dass sich hier vielleicht wirklich eine Zeitenwende anbahnte. Verglichen damit kann man das Anliegen der beiden Blinden für einigermaßen profan halten, vielleicht sogar nebensächlich. Wen kümmern in großen Zeiten schon die kleinen Leute? Eine Antwort auf diese Frage finden wir im Bibeltext. Jesus kümmern sie. Eine Zeitenwende in seinem Sinn spüren zuallererst die kleinen Leute, die sonst keiner sieht. Akute Not überspielt er nicht mit dem Verweis auf die vermeintlich großen Zusammenhänge. Und das ist prägend geworden für die Christenheit. Ich bin sogar überzeugt, es sind Geschichten wie diese, die das Bewusstsein für den Wert und die Würde menschlichen Lebens in der Welt geschärft haben. Es ist jedenfalls alles andere als selbstverständlich, meine ich, was wir gerade erleben. Dass weltweit dem Schutz individuellen Lebens Vorrang eingeräumt wird vor anderen Werten und Gütern. Auch das gehört zu der Welterfahrung, die wir gerade auf allen Kontinenten machen. Wir haben das auch in unserem Land in den letzten Wochen erlebt, dass alle gemeinsam Einschränkungen in Kauf genommen haben, um sich und andere zu schützen, um Risiken zu minimieren. Und diese Einschränkungen waren und sind mitunter schmerzhaft. Die mindern nicht nur das Wohlbefinden, sondern gehen auch an den Geldbeutel und manchmal an die wirtschaftliche Existenz. Der Preis ist hoch. Aber Gesellschaften sind bereit, ihn zu zahlen. Und das nicht nur in den wohlhabenden Staaten. Weil es um die Gesundheit und weil es um das Leben von Menschen geht. Und Leben ist nicht verhandelbar. Leben ist kein Handelsgut, es hat keinen Preisschild. Ich finde das bemerkenswert und es macht mir auch Mut, muss ich sagen.
Dabei ist mir bewusst, dass die Dinge oft kompliziert sind. Wer zum Beispiel in den vergangenen Wochen auf eine wichtige Krankenhausbehandlung verzichten musste, weil er eine andere als die Covid-19-Erkrankung hat, der hat eben nicht gerade größtmögliche Fürsorge erlebt. Ganz zu schweigen von den unerträglichen Situationen, in denen die Gesundheitssysteme derart überlastet waren, dass Leben gegen Leben abgewogen werden musste. Und auch manche unerwünschten Nebeneffekte der getroffenen Maßnahmen werden wohl erst in der Zukunft sichtbar werden. Oft denke ich, dass der schwierigere Teil der Bewältigung deshalb noch vor uns liegt. Die komplizierten Risikoabwägungen, die auf dem Weg in eine neue Normalität nötig sind, die sind schwieriger als der eine große Schnitt und auch leichter zu vermitteln. Sobald es wieder etwas zu verteilen gibt, passieren auch Ungerechtigkeiten. Und ich finde, Gebet für unsere Volksvertreter steht uns in diesen Zeiten sehr gut an. Also das alles ist wahr und wir sind noch weit weg von gut. Aber dieses eine macht mir doch Mut, dass akute menschliche Not nicht relativiert, sondern in die Mitte gestellt wird. Denn das ist doch biblisch, oder? Das zeichnet die jüdisch-christliche Sicht auf den Menschen doch aus, dass jeder Mensch als Individuum von Gott geschaffen und geliebt ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass es sich um jeden zu kämpfen lohnt. Es wäre doch wunderbar, das nicht wieder zu vergessen, auch dann, wenn wir über die anderen Themen wieder reden, über Lebensschutz zum Beispiel oder über die Zustände in den Flüchtlingslagern, oder über die gerechte Verteilung von Lebensmitteln und Lebenschancen in der Welt. Diese Themen gehen auch Christen und Gemeinden etwas an. Sie finden nicht einfach irgendwo da draußen statt. Jesus macht uns das vor. Man kann in seinem Namen nicht einfach an denen vorbeigehen, die um Hilfe rufen. Das ist für mich ein echter Augenöffner. Da laufen Hunderte von Menschen vor ihm, hinter ihm, um ihn herum, alle feiern ihn und erwarten Großes, umstürzende Ereignisse. Und Jesus, er nimmt sich ausgiebig Zeit für die kleinen Leute, für die Bedürftigen und ihre akute Not. Der jedermanns Freund hätte sein können, wollte am liebsten ein Freund der Blinden sein. Fast wäre es übrigens nicht dazu gekommen, weil die Menge den Blinden den Mund verbieten wollte. Das macht sie ärgerlich, dass da jemand mit seinem persönlichen Kleinkram den königlichen Auftritt des Messias stört. Bedürftige stören manchmal, verderben die gute Stimmung. Das kennst du auch, oder? Also ich gebe zu, ich kenne das schon. Die Bettler in der Fußgängerzone, die stören irgendwie. Sie vermiesen einem regelrecht die Freude am Einkaufen. Die Hungernden in der Zweidrittelwelt, die stören auch, weil sie so viele Fragen aufwerfen und mich in Frage stellen. Gelegentlich stört auch der Ehepartner, wenn er oder sie mit ihren Bedürfnissen das Leben so kompliziert macht. Und wer stört, der sollte doch besser ruhig sein, sagen zumindest die Leute hinter Jericho. Das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Störungen und Unbeherrschbares zu leugnen und wegzudrücken, ist also scheinbar auch eine Bewältigungsstrategie. Eine zynische zwar, angesichts der realen Not von Menschen, aber erstmal wirksam, wie es scheint. Leugnen, zum Schweigen bringen, eine andere Realität behaupten, all das hält einem die Fragen und die Angst vor den unbeherrschbaren Lebenswendungen vom Leib. Also irgendwie naheliegend. Die Schmerzen der Welt sollen nicht auch noch unser kleines Glück eintrüben. Und so wird diese jubelnde Menge zu einem echten Hindernis für die hilfesuchenden Menschen. Oh weh, wie oft wird sich das wohl seither wiederholt haben, dass die Gesunden sich nicht stören lassen wollten, meine ich. Ich erinnere mich, wenn wir unseren Kindern diese Geschichte von der Blindenheilung vorgelesen haben, dann war das immer die Stelle, wo sie besonders laut mitgerufen haben. Jesus, hilf mir! Das kam aus voller Kehle. Und manchmal habe ich mich gefragt, was die Nachbarn wohl denken, wenn sie diesen einen Satz aus unserem Haus regelmäßig hören. Jesus, hilf mir!
immerhin ein biblischer Satz, so weit, so gut. Sie haben uns nie darauf angesprochen. Das Interessante ist, Jesus macht's wirklich. Macht's bei den Kindern und macht's bei den Großen. Er lässt sich stören. Gerne sogar. Man bekommt sogar den Eindruck, er macht das irgendwie mit Absicht. Da sind plötzlich die 99 oder die 999 und ihr ganzer Beifall nicht mehr so wichtig. Sondern die beiden. Die sind jetzt dran. Das erlebten sie nicht allzu oft. Das Schicksal eines Menschen mit Einschränkungen konnte grausam sein in der Antike. Es gab keine Programme für Blinde, keine blinden Schulen, keine Bücher in Blindenschrift, keine soziale Unterstützung, alles nicht. Man konnte nichts verdienen, außer durch Betteln. Und das Schlimmste, kaum einen interessierte das wirklich. Es gab einfach zu viele von ihnen. In jedem Dorf, in jeder Stadt, so viele Kranke. Und wie gesagt, irgendwie trugen sie ja wohl auch selbst Schuld. Oder zumindest ihre Eltern, wie gewisse Rabbis meinten. Es ist ja keiner ohne Grund blind, nicht wahr? Also wer damals behindert war, hatte kaum eine Chance. Und ehrlich gesagt, ist das heute noch immer so, wenn man nicht gerade in den wenigen reichen Ländern dieser Erde zur Welt kommt. Aber Jesus schaut anders hin. Oder besser, er hört anders hin. Mit Jesus beginnt etwas Neues. Ihm ist es nicht lästig, dass dann noch einer schreit. Er denkt sich nicht, Mann, noch einer. Er weiß, viele Menschen haben Grund genug, mehr als Grund genug, um Hilfe zu rufen. Weil sie blind sind, weil sie nicht laufen können, weil sie seit 12 Jahren unter Blutungen leiden oder weil ihr Kind gestorben ist. Mehr als Grund genug. Sie alle kommen zu Jesus, weil sonst keiner helfen kann. Weil sie die theologischen Spitzfindigkeiten der Schriftgelehrten satt haben, wer wohl Schuld haben könnte an ihrem Dilemma. Und sie erleben, Jesus hilft ihnen wirklich. Er beantwortet ihre Not. Er schenkt ihnen eine erlösende Begegnung. Noch so ein Augenöffner für mich. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde ist in dem Maße lebendig, wie sie Jesus zutraut, Menschen so zu begegnen. So wie er es da tut. Immer noch so zu begegnen. Jesus sucht noch immer die Verlorenen und die Verzweifelten. Und er kann noch immer helfen. Sei es durch ein Wunder, so wie es damals war, sei es durch harte Arbeit oder durch die radikale Umkehr in ein neues Leben, die er ermöglicht und unterstützt. Ja, oder eben durch die vitale Hoffnung auf ein unverlierbares, ewiges Leben. Welchen Weg er auch immer mit einem Menschen wählt, es wird erlösend sein für den, der sich auf ihn einlässt. Er, Jesus, ist die richtige Adresse für eine notleidende Welt. Und ja, das gilt auch, wenn noch längst nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich weiß ja, dass bis auf diesen Tag auch innerhalb unserer Gemeinden nicht alle Not gestillt werden kann. Dass mancher trotz Hilfe nicht herauskommt aus seinem Tal. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre anders. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das alles der Vergangenheit angehört, aber es ist nicht so. Wir sollten auch besser nicht erwarten, dass wir im Gefolge des großen Liebhabers dieser Welt immun werden gegen die Leiden dieser Welt. Im Gegenteil, wir teilen sie. Wir teilen alle Facetten des Lebens, so wie Jesus sie geteilt hat. Schmerzen, Krankheit und Tod eingeschlossen. Und gleichzeitig leben wir vor, was es bedeutet, dass nichts davon mehr das letzte Wort haben kann. Dass wir jederzeit die Güte und den Sieg in Jesu Augen sehen dürfen. Und er sagt uns, diese Welt und alle ihre Sünden und Krankheiten und Katastrophen haben nicht das letzte Wort. Ich lasse mir dein Leben nicht aus der Hand nehmen. Ein Augenöffner, oder? Zum Schluss eine kleine Beobachtung. Also die beiden Ex-Blinden. Was machen sie denn nun eigentlich als nächstes? Sie folgen ihm nach, steht da. 2 fröhliche Jesus-Nachfolger werden geboren.
sie hatten noch etwa 8 Tage, um Jesus kennenzulernen. 8 Tage, um ihm auf seinem Weg zu folgen. Und dann konnten sie mit ihrem neu gewonnenen Augenlicht sehen, wie er in Jerusalem durch die Straßen getrieben und auf Golgatha gekreuzigt wurde. Ihr König, ihr Sohn Davids, wurde den Menschen ausgeliefert und dem Tod überlassen. Was ist das nur für eine seltsame Nachfolge, werden sie sich vielleicht gefragt haben. Wo soll das hinführen? Oder ist das alles schon zu Ende vielleicht? Die beiden sind in die Nachfolge eines Todgeweihten eingetreten. Ob sie sich dessen bewusst waren? Jesus hat es nie verschwiegen. Im Gegenteil. Seht ihr, es ist oft eine gute Idee, wenn man einen Bibeltext verstehen möchte, seine Nachbarn kennenzulernen. Und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Heilung der beiden Blinden, direkt davor nämlich, finden wir folgenden Vers. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Matthäus, Markus und Lukas stellen diese beiden Themen in direkte Nachbarschaft. Die Ankündigung der Lebenshingabe Jesu und die Heilung von Blindheit. So als wollten sie sagen, also um Jesu Tod am Kreuz zu begreifen, müssen einem schon wundersam die Augen geöffnet werden. Und wem die Augen für Jesus aufgehen, der wird erkennen, dass er einem König mit einer Dornenkrone folgt. Jesus hat es jedenfalls nicht verschwiegen. Ich werde mein Leben zur Auslöse für euer Leben geben, als Sühne für eure Schuld. Und der Vater im Himmel wird das bestätigen, durch meine Auferweckung bestätigen. Das ist mein Auftrag. Und jetzt, nachdem ihr das alles wisst, frage ich euch erneut, wer wird mir folgen? Wer möchte mitgehen auf diesem Weg? Also ihr seht, Nachfolge hat ihre eigene besondere Würde. Wir folgen Jesus, der jedermanns Freund hätte sein können und am liebsten ein Freund der Blinden sein wollte. Wir folgen dem König, der alle Macht hat und der sich entschied, eine Dornenkrone zu tragen. Einem solchen König zu folgen, könnte ein holpriger Ritt werden. Aber er ist und bleibt nun einmal die Hoffnung für die Welt. Gott segne euch. Amen. Vielen, vielen Dank, Henrik Otto, für diese Predigt. Ich mag euch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen für diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und gesegnete Woche und wir sehen uns hoffentlich live nächsten Sonntag. Also live bedeutet, dass wir immer noch auf dieser Plattform, immer noch auf fegherzo.online.church sein werden, aber eben nicht mehr einen voraufgenommenen Gottesdienst zeigen, sondern einen Live-Gottesdienst. Also Besucher sind noch nicht gestattet, dafür sind wir noch nicht bereit im Vereinshaus, aber wir werden den Gottesdienst live aufnehmen. Hey, eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.
Thank you.